So, hi zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Argage, dem deutschen Videomagazin. Und unglaublich aber wahr, ich bin heute nach langer, langer Zeit mal wieder solo unterwegs. Das waren vielleicht doch ein paar Interviewpartner auf einmal. Dafür werde ich jetzt mal dafür sorgen, dass ich in der nächsten Zeit wieder mal ein bisschen mehr alleine unterwegs bin. Ich schätze mal, euch freut es bestimmt auch, wenn einige Leute mal ihre Meinung so zum Spiel sagen können und auch gerade aus den verschiedenen Richtungen wie RP, Exploring, PvP, Progress und so weiter und so fort damit einsteigen. Aber letzten Endes kommt es natürlich bei dem Let's Play, schätze ich mal, auch auf das Gameplay an. Ja, ich muss sagen, ich habe meinen Live-Vorsatz leider etwas abnehmen müssen. Das Problem war, ihr wisst ja, ich hatte zuletzt das Interview mit Raven und Phil von Impact und uns fiel natürlich allen erst nach Abdrehen des Let's Plays auf. Oh oh, wir haben ja noch das Holz noch gar nicht getauscht. Also haben wir die Herren, weil sie ja nicht wussten, wann sie wieder online kommen, ob wir uns dann überhaupt nochmal sehen sollen, das Holz in die Hand gedrückt. Das heißt, in der heutigen Episode geht es darum, die Beute auszuwerten, zu gucken, ob wir ein Geschäft gemacht haben bei der ganzen Sache und das Holz zu behalten, weiterzuverkaufen und natürlich zu schauen, dass wir ja, dann auch von unseren Sachen, die wir craften wollten, noch weiter vorankommen. Wobei ich glaube, wir haben da jetzt schon so gut wie alles. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch unsere Stangenwaffe, die wir jetzt upgraden können. Ihr seht ja, ich habe 2269 Arbeitskraft angesammelt mit dem ganzen Account, habe jetzt die anderen Jungs mal in die Pause geschickt. Lag aber auch daran, dass ich am Wochenende sehr, sehr viel noch mit der Knowledge Base gearbeitet habe. Ich wollte die unbedingt zu Ostern soweit fertig haben, dass man sie zumindest halbwegs releasen konnte. Und ja, sie ist jetzt released, sie ist jetzt released und ich freue mich so. Das war doch eine ganze Menge Arbeit, muss ich ehrlich zugeben. Und da fällt einem schon auch eine gewisse Last von der Schulter. Aber es hat auch einen riesen Spaß gemacht, sie zu erstellen. Und ja, ich denke mal, ich kann euch noch ein bisschen was drüber erzählen, während wir jetzt Let's Play zusammen machen. Gut, würde ich vorschlagen, Kassensturz vom letzten Mal. Wir haben ja gekauft 150 Bäume für, ich glaube, es waren 11, 6, also für 17 Gold ungefähr haben wir ja diese 150 Bäume gekauft. Und jetzt haben wir bekommen als Erlös aus diesen 150 Bäumen, ein paar mussten wir ja stehen lassen. Ihr wisst ja, die waren so doof am Ranger angeordnet, wird jetzt der Frank sagen, der Ranger, der Hügel quasi abwärts. Ja, und wir haben jetzt bekommen 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 877, 877 mal Holz und 79 mal Baumharz, was man von diesen Bäumen beziehen kann. Das ist aktuell im Spiel noch ohne Funktion. Da muss man, denke ich mal, auf die nächsten Patches lauern, um zu gucken, was da eben dann noch so ansteht. Und ich begebe mich jetzt erstmal in Richtung eines, ja, eines Auktionators, irgendwo hin, wo ich mal sehen kann, wie der aktuelle Holzkurs überhaupt ist. Außerdem habe ich wieder Post bekommen. Hoffentlich wird er nicht schon wieder von der Dark Brotherhood. Ich bekomme schon die ganze Zeit bei mir im Gilden-Channel dumme Andeutungen gemacht von meinen lieben Freunden vom Westkontinent. Wahrscheinlich haben die mir wohl diesen kleinen Streich gespielt. Aber ich bin mal gespannt, ob sie sich was einfallen lassen und diese Geschichte, ja, es ist ja wirklich eine Geschichte, diese Geschichte dann auch weitergehen wird. Ich habe ja am Wochenende auch noch ein größeres Special rausgebracht zum Season Update 1. Da gab es jetzt mittlerweile schon wieder einen Patch. Und dieser Schlaf-Cooldown wurde jetzt zum Beispiel erhöht. Dieser Good Night Sleep, wie sie ja sagen, dieser Buff, den ich ja am Bett demonstriert habe. Der Cooldown ist jetzt nicht mehr eine Stunde, sondern 4 Stunden. Damit man quasi nicht so viel, also nicht so schnell jetzt hier wieder regenerieren kann. Und auch dieser Cooldown für die Lehrerin, dass die einem quasi Speichen beibringt, ja, Sprachen beibringt, meine ich natürlich, wurde erhöht. Auch von einer auf 4 Stunden. So, jetzt habe ich erstmal hier Auktionen. Jawohl, dafür gibt es auch erstmal Gold. Und von unserem lieben Dirty, ihr wisst ja, Dirty, I am famous in Germany. He is a player and has lots of girls. Wer meine Videos kennt, weiß, was gemeint ist. Schickt mir Schluck runter, du Sau. Und schickt mir damit 7 Mana-Tränke. So, Schluck selbst. Halt. Oben ist ja der Adressat. Dirty. Schluck selbst, du Luder. Und dafür gibt es jetzt für den Dirty, nachdem ich jetzt diese 7, kriegt Dirty einen von den kleinen Heiltränken von mir. So, vielleicht freut er sich ja drüber. Okay, na super. Da hat sich Dirty mal wieder richtig schön reingemogelt ins Let's Play. Herrlich, herrlich. Ja, gut, das kriegen natürlich die Leute jetzt erleben auch mit. Und da gibt es öfters mal Zuschriften jetzt vielleicht auch. Kann auch jeden, der Release spielt, herzlich einladen, mir ein bisschen Zuschriften zu machen und zu sagen. So, jetzt sind wir aber am Auktionshaus. Ich wollte euch aber erstmal eine Sache zeigen, die ist sehr interessant. Der Steinpreis. Ihr wisst ja, Steinpreis war total im Keller.
20 Silber, 30 Silber, 100 unverarbeitete Steine. Dann kam der Patch, in dem man die Portsteine, ein scheinbar kleines Item, was aber jeder Spieler jeden Tag eigentlich braucht, die Portsteine craftbar gemacht und für die braucht man eben Stein. Jetzt seht mal her. Hier ist der aktuelle Preis für Rohsteine auf unserem Server. 4 Gold und 12 Silber für 100 Rohsteine. Das ist eine Verzwanzigfachung des Wertes in den letzten 4 Wochen. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber auch nochmal verarbeitet an. Ihr wisst ja, 300 Steine kann man zu einem Steinpaket verarbeiten. Das ist Holz, Entschuldigung, eins zu weit oben. So, und jetzt seht her. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, ja, wir nehmen mal einfach die hier, 16 Gold für 100 verarbeitete Steine. Mein lieber Scholli, da kann man klopfen gehen, ey, das lohnt sich jetzt richtig. Ihr seht also, da hat XL Games was gewusst. Aber was definitiv noch Liebe braucht, sind die Erze. Da zeige ich euch jetzt quasi mal zum Vergleich. Das ist im Moment 100 Erze, gerade mal 47 Silber kosten. Also im Moment ist es so, dass die Erze der Müll sind, den man beim Steineklopfen bekommt, um es mal übertragen zu formulieren. Ne? Also das ist schon nicht ohne, sage ich mal. Da muss auf jeden Fall auf dem Testserver noch ein bisschen gegengewirkt werden. Es muss auch irgendein Material rein oder irgendein Gegenstand, den man braucht, der auch Eisen benötigt. Ansonsten hat man den brutalsten Sink. Alleine dadurch, dass es ja gar keinen gibt. Es gibt ja keinen Item-Sink hier im Spiel. Man muss nichts reparieren, nichts wirklich nachcraften. Da muss halt eben auf andere Art und Weise der Preis reguliert werden. Wie gesagt, das ist nur mal als kurzer Ausflug von mir. So, ich mache jetzt unseren Auktionator nochmal auf. Dann schauen wir mal, was aktuell der Preis für Holz ist. Aktuell verkauft sich Holz im 100er Pack für 3 Gold und 7 Silber. Das heißt, nach Adam Riese und Graf Zahl werde ich für abzüglich der Auktionshausgebühren, sagen wir mal, 2 Gold 80 ein Stack verkaufen. Ich habe jetzt 8 komplette Stacks. Damit bin ich dann schon bei, sagen wir jetzt mal, 20 Gold 80. Und die Dinger geben jetzt noch 1 Gold 65. Ich glaube, die kann man nicht im AHA verkaufen. Da muss ich jetzt mal kurz checken. Oh, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Anscheinend gibt es da schon wieder Änderungen, die interessant sind. Obwohl, es läuft in 51 Minuten aus, hat sich keiner für interessiert. Das ist mir ganz schön heiß, die Thematik. Das heißt, ich habe immerhin einen gewissen paar Gold Gewinn gemacht bei der ganzen Sache. Letzten Endes ist es halt sinnig, dass man, wenn man Holz anbaut, darauf achtet, dass man es wirklich für sich selbst macht. Oder dass man hergeht, die Hölzer verarbeitet und die verarbeiteten Hölzer verkauft. Das heißt, man setzt quasi 300 Arbeitskraft ein und wandelt die in Gold um. Und jetzt ist die Frage, was bekomme ich für meine 300 Arbeitskraft? Dafür werfe ich jetzt wieder einen Blick in die Holzabteilung, aber hier bei den verarbeiteten Hölzern und ich sehe, 100 verarbeitete Hölzer kosten 11 Gold 19. Wenn ich jetzt sehe, dass ich 3 Gold für das Unverarbeitete verkaufen kann, sind es 9 Gold für Unverarbeitetes im Verhältnis von 11 Gold 19 für Verarbeitetes. Das wären für 300 Arbeitskraft 2 Gold. Naja, also naja kann man wirklich sagen, weil das ist schlecht. Normalerweise kann man das auch besser umwandeln. Das heißt, ich beschränke mich jetzt hier darauf, die unverarbeiteten Hölzer ins Auktionshaus zu stellen. So, wir haben jetzt aktuell in Korea, wir müssen beachten, wir haben jetzt die Sommerzeit, die hat Korea nicht, das heißt, Korea ist nur noch 7 Stunden vor uns ist nicht mehr 8. Das heißt, dann haben wir jetzt 18.30 Uhr gleich, wir kommen auf die Primetime zu. Das heißt, ich werde auf jeden Fall hier unterhalb der 3 Gold 18 Linie das Holz einstellen, um es sicher zu verkaufen innerhalb von 6 Stunden. 2 Gold 50 und ich sage dann einfach 3 Gold 17 und 50 Silber. Und dafür setze ich jetzt alle meine Pakete rein, mal im Moment. Ihr wisst ja Bescheid, brauche ich Afaik, kein Holz. Hoffe ich zumindest mal. Ansonsten gehen wir halt neues Farmen. Wir haben ja jetzt Arbeitskraft. Wir können jetzt hier uns frei rumwurschteln, frei rumwuseln. So, jetzt geht das ganze Holz hier rein in das Paketchen. Und ihr seht ja hier, reden wir schon von einigen Summen. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall wieder ein bisschen Gold rein, auch wenn es nicht so viel ist, wie ich letzten Endes investiert habe. Wie gesagt, Holz, Selbstanbau, wichtig, Eigenbedarf abchecken. Damit ist der Eigenbedarf gedeckt. Das heißt, man knallt die Arbeitskraft für sich selber raus. Da muss man sich nicht so rechtfertigen quasi in dem Bereich. So. Jetzt schauen wir uns nochmal das ganze Spektakel an und wir sehen hier, wir sind bei 5 Silber für diese Gerätschaften. Ich weiß aber momentan, ich meine, also ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht, wofür man dieses Baumharz oder was es ist, das Abgefüllte im Moment braucht. Ich probiere jetzt einfach mal mein Glück und setze jetzt wirklich mal diese 20 Stück für 77 Silber Gebot und ein Gold sofort Kauf rein. Sollte ich sie verkaufen, weiß ich ja Bescheid, dann kann ich die anderen auch noch reinsetzen. So, Dirty hat mir jetzt ein paar Tränke geschickt, die ich sogar relativ gut verkaufen könnte, aber die brauche ich ja selbst, die lege ich mir auch in die Leiste als Souvenir von meiner lieben Dirty. Und ihr habt jetzt schon ploppen gehört, irgendwas habe ich jetzt verkauft. Ja, ich liebe es, wenn die kleinen Schukos reden.
Also keine Angst, Alan Wake, ich habe dich nicht vergessen. Du kommst jetzt definitiv als nächstes dran. Jawohl. Und hier seht ihr, geht Holz raus. Jetzt passt einfach auf. Och, ich hasse den Vorführeffekt. Ah, jetzt. Na, doch nicht. Das heißt, ich muss jetzt nur noch hierher gehen und mein Gold entnehmen. 2 Gold 88 mache ich letzten Endes. Die meinem Konto gut geschrieben werden. So, und schon bin ich wieder bei 19 Gold 53. Alles im Load auf dem Boot, alles in Buddha auf dem Kudder. Also jetzt habe ich quasi wieder mein Gold wie vorher zusammen. Alles, was jetzt kommt, ist Gewinn. Behaupte ich jetzt mal ganz frech. So, jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeiten, Handelstouren zu machen und so. Eisen, wie gesagt, das hat keinen Wert. Ich habe aber auch noch verarbeitete Steine. Die brauche ich aber selbst für meine Bordsteine, deswegen werden die nicht verkauft. Das heißt, wir widmen uns jetzt heute dem Thema Upgrade. Upgrade unserer Stangenwaffe. Wie gesagt, beim Bogen hatte ich ja schon enormes Glück, dass ich den jetzt auf Stufe 24 in grün gebracht habe. Jetzt schauen wir mal, ob ich auch das Glück habe mit der Stangenwaffe. Dafür kontrolliere ich jetzt erstmal die Materialien, die ich brauche. Das ist, wie gesagt, der Bereich Waffenschmied. Und unsere Stangenwaffe ist, ja, wo ist sie denn? Da ist sie auch. Hier, wie gesagt, die Stangenwaffe auf Stufe 24. Die Barren habe ich. Den Kupferbarren, den ich brauche, haben wir ja gefarmt mit Pokerkeks zusammen. Dann brauche ich 7-mal rotes Staubarkium. Das bekomme ich aus 2 von diesen Stäben, die mir Gott sei Dank beim Grinden getroppt sind. Und schon habe ich meine Mats zusammen, sobald ich noch die Katalysatortränke beim Schmied gekauft habe. Nicht beim Schmied, beim Handwerkswarenhändler natürlich. So. Wo hat die sich denn versteckt? Ich denke mal, hier an diesem zentralen Platz wird es alles geben, was man so braucht. Leider etwas schwach besetzt hier unten in der Stadt. Relativ wenig Spieler. Hier ziehen wir jetzt einen zum Beispiel. Wie gesagt, der Ostkontinent hat sich eigentlich so ziemlich in Kaionat auf Innistir versammelt. Na, zu dem ist es nicht. Ne, der hat nur den Dissstein. Rüstungshändler. Ah ja, hier vorne. Hier haben wir den Allgemeinwarenhändler, das heißt direkt daneben. Diese Dame hier hat dann auch die Sachen, die ich fürs Crafting brauche. Und ich brauche jetzt 5-mal den mit dem Bogen nach oben. Das ist dann der hier. Wie gesagt, immer wieder diese 30 Silber, die man gerade beim ersten Mal craften hat. Dann legen wir auch mal unsere Stangenwaffe ab. So, jetzt haben wir... Hallo? Wieso wirst du mir nicht angezeigt? Vielleicht nochmal refreshen, nochmal aufmachen neu. Hallo? Ach, das ist der Einhand-Kurzspeer. Seht ihr, so passiert mir das nämlich auch bei uns immer. Hier sind wir richtig. Ich benötige jetzt noch 8, das heißt, ich muss noch 2-mal crushen. Der Crusher befindet sich gleich hier. Der hat, glaube ich, noch nicht die schöne Animation wie auf dem Testserver. Das habt ihr ja bereits gesehen. Ich schau mal kurz. Ne, im Moment blutzelt und grubbert das Ding nur. Und auf dem Testserver habt ihr gesehen, da dreht sich der Hebel so richtig toll, wenn man das dann macht. Ich glaube, ich habe euch das gezeigt. Wenn nicht, dann auf jeden Fall nach dem großen Patch hier im Let's Play. Da könnt ihr euch das dann mal genauer angucken, das Ganze. Tschako! Und das waren jetzt auch die Materialien, die ich dafür gebraucht habe. Jetzt muss ich die Crafting Station finden. Waffenschmied Crafting Station ist immer dieser Amboss. Da würde ich sagen, wünscht mir mal Glück. Vielleicht ist mir das ja auch Hold und ich kann jetzt auch hier ein gutes Upgrade auf Grün landen. Und nach, ach ja, auch hier bekomme ich jetzt die Warnung, Achtung, die Stangenwaffe ist erst für Stufe 26, genauso wie das Musikinstrument. Ja, gut, dann können wir uns den Teil jetzt auch erstmal schenken. Es tut mir leid, das habe ich jetzt echt nicht gedacht, das ist jetzt echt schon sehr komisch. Ja, sind beide für Stufe 26. Naja gut, in der Zwischenzeit hat es wieder 2-mal geploppt. Ich bin ja jetzt bald 25, wenn ich jetzt wieder ein bisschen questen gegangen bin. Aber jetzt schauen wir erstmal nach. Jawohl! 2 Gold 44, das ist der kleinere Stack, den ich jetzt noch verkauft habe. Und jetzt haben wir hier die großen Stacks, die nochmal rausgehen. Das sollte jetzt eigentlich schon fast alles gewesen sein, was ich in der Auktion hatte. Jetzt bin ich bei 27 Gold. Tada. Also ich habe doch ein gutes Geschäft bei der Sache gemacht, mehr oder weniger. Das heißt, ich bin jetzt doch wieder etwas vom Vermögen angestiegen. Jetzt habe ich noch ein Stack Holz drin und 20 mal eben dieses Harz. Schön, dann kümmern wir uns jetzt so, denke ich mal, doch um Endless Imagination, also um unseren Trank, weil ich habe jetzt wirklich genug Gold, dass ich auch für überteuerte Gebühren mir so einen Trank holen kann. Dazu schaue ich jetzt mal kurz nach auf argage.com im Store, wie das Item heißt, damit ich es mir schön reinkopieren kann, ohne lang suchen zu müssen. Am 5. April übrigens feiert XL Games Jahrestag, ich glaube den 8.
oder war es der siebte? Der siebte, glaube ich. Den siebten Jahrestag, deswegen hat er Customer Service geschlossen. Da kam jetzt heute auch die Nachricht drüber rein. Das fand ich auch relativ witzig. Also die geben wirklich allen Mitarbeitern frei, weil XL Games wirklich ein großes Fest hat an diesem Tag. Vielleicht gibt es davon ja auch einige Bilder zu sehen. Da müssen wir mal gucken. Ja. Ja, ihr seht es ja selbst, also diese Tränke gehen für einen Betrag raus. Da zieht es einem echt die Schuhe aus. 17 Gold 30. Aber ich denke, na, ich weiß nicht, ich warte lieber doch nochmal eine Folge. Sorry, also 17 Gold ist echt der Wahnsinn und das ist. Vielleicht besorge ich mir auch welche über meinen koreanischen Kumpel, über Joara, der ja auch mir den Account quasi jetzt noch mit ermöglicht hat, dass der mir vielleicht was einkaufen kann. Ey, tut mir echt leid, Alan Wake, aber das sind Preise, da schüttelt man sich innerlich wirklich. Das ist unfassbar teuer. Gut, jetzt haben wir hier aber genug gemacht erstmal. Ich glaube, wir könnten mal versuchen durch einen kleinen. Na, vielleicht auch nicht. Ne, Tauchgänge. Also ist es so, dass bei den Tauchgängen jetzt bei vielen Wracks auch Monster spawnen. Das ist ziemlich gefährlich. Deswegen denke ich mal, ich werde jetzt die letzte Viertelstunde nochmal in mein Quest-Territorium zurückkehren und jetzt mal mich selbst ein bisschen entspannen, auch nach der harten Arbeit der letzten Tage und Wochen mit. Wirklich auch mal questen. Und ich muss zugeben, auch wenn ich jetzt kein Freund von Quests, eher der vom Verlaufen bin. Ich muss wieder zurücklaufen. Auch wenn ich jetzt kein Freund von Quests bin, sie können manchmal doch sehr entspannend sein auch. Irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Wobei Grinden fast noch entspannender ist, aber da wäre es ja für euch ein bisschen vom Zuschauen her langweilig. Ja, wieder eine neue Folge aus der Reihe. Wie laufe ich total scheps durch die Gegend? Von und mit Liesel. Ja, die Knowledge Base. Wie gesagt, ich hoffe halt eben, dass ich mit der Knowledge Base den Leuten, also auch euch Zuschauern, die von Argage zum ersten Mal hören und gar nicht so genau wissen, was man mit dem Spiel überhaupt anzufangen hat, um was es da eigentlich geht, einen Einstieg zu geben. Es ist so, ich habe halt versucht, die wirklich allgemein gehaltene Information reinzupacken, dass ich nicht so sehr ins Detail gehe und mit irgendwelchen Zahlenspielen, Rechnungen oder irgendwelchen anderen Geschichten da die Leute verwirre. Wie gesagt, es ist kein Guide, deswegen ist es ja auch eine Knowledge Base. Guide wäre ja wieder, ich würde Tipps und Tricks geben und alles Mögliche. Ich möchte einfach nur aufzählen. Aufzählen und vorstellen. Was kann das Spiel? Vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise, was kann es nicht? Was bietet es nicht? Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euren Freunden von Argage erzählt und euren Bekannten, verweist sie auf die Knowledge Base. Die Leute sollen sich einfach mal 10 Minuten, Viertelstunde ohne Videos, wenn man einfach nur liest, ne, hat man das relativ schnell durch, sich das Ganze durchzulesen, sich vielleicht vom Umfang, den das Spiel hat, schon mal etwas beeindrucken zu lassen und ihnen damit quasi also auch eine Hilfestellung, eine Entscheidungshilfe zu geben. Ist Argage überhaupt was für mich? Lohnt es sich, das weiter zu verfolgen? Man kann ja ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, ein bisschen was rauslesen, ob das wirklich jetzt alles so passt halt eben zu jemandem und dann halt eben sagen, jawohl, das Spiel lohnt es sich weiterverfolgt zu werden. Dann könnt ihr ihnen natürlich auch gerne meinen Channel empfehlen zum Gucken. Und andere Channels wie jetzt TLAN, Odri eher für die Rollenspieler und die Explorer, die sollen sich natürlich eher dahin wenden. Dann natürlich auch von Shira jetzt ganz neu, das Let's Sandbox. Er versucht ja wirklich ohne Quests, ich denke mal mit Ausnahme eben der Crafting-Quests, weil er muss ja die Vogelscheuche irgendwo herbekommen, sich durch Argage durchzuschlagen. Und natürlich das für die etwas jüngere Gemeinschaft, die etwas peppigeres Spiel sehen wollen, Pokerkeks und seinen Jungs beim Let's Play Together auf dem Westkontinent zuzugucken. Also versucht es halt eben so weiterzugeben und wenn die Leute sagen, naja, ich weiß nicht so recht, dann lasst ihr halt erstmal und mal gucken, was Trion halt eben da jetzt, also was Trion jetzt da an Informationen weitergeben kann. Wie gesagt, das Ganze soll einfach nur eine Brücke schlagen, bis Trion halt wirklich die Zeit hat und vor allem auch die Luft. Heute ist ja Defiance-Erscheinungstermin. Da haben sie natürlich auch ordentlich viel mit zu tun. Sobald die Luft da ist und sie selber Infos bringen können, bis dahin soll das eben als, ja, ich möchte eine Brücke schlagen, wie ich so schön geschrieben habe. Auch wiederum wichtig, wenn ihr die Knowledge Base oder Teile davon aufnehmen wollt, in eure Website, in euer Projekt oder sonst irgendwas, nur zu, bedient euch. Mir ist es halt eigentlich nur wichtig, weil ich finde es halt angemessen und schön, wenn man mich in irgendeiner Art und Weise noch als Autor quasi verewigt, wenn man das Ganze halt eben sich holt. Und was noch ganz wichtig ist, wie gesagt, dieses Projekt ist außerhalb meiner Tätigkeit bei argageonline.de entstanden. Ich habe ja auch die erste Knowledge Base. Für die sich erinnern können, letztes Jahr nach der CBT4 erstellt und bereits auf argageonline.de gepostet, als ich noch gar kein Teammitglied war von der Seite. Und diese Tradition möchte ich einfach aufrechterhalten. Da bedanke ich mich auch nochmal herzlich bei Darkspay, unserem großen Chef, den ich hoffentlich bald mal wieder zu einem Interview begrüßen kann, dass er das halt eben auch gestattet hat und quasi mir ermöglicht hat, diese Berichterstattung zu bieten. Und natürlich auch quasi der erste Hoster für die Knowledge Base zu sein.
Also wie gesagt, bedient euch, lasst vor allem verteilen es. Ich will ja, es liegt ja gerade auch mir sehr am Herzen, dass die Leute so viel wie es geht über das Spiel erfahren. Auch wichtig, ich wiederhole sie auch nochmal gerne, guckt es durch. Ich bin kein bombastischer Rechtschreiber. Guckt bitte nach Fehlern, nach inhaltlichen Fehlern, Rechtschreibfehlern. Wenn ihr Erfahrung habt im Spiel und sagt, Mensch Fido, das stimmt aber nicht mehr so ganz, im Spiel läuft es ja doch ein bisschen anders ab, schreibt mir das bitte auch. Auch ich kann nicht alles wissen. Gerade Arcage ist ja bombastisch von der Größe her und in einigen Elementen bin ich jetzt nicht so firm. Ihr habt ja schon mitbekommen, so PvP-technische Geschichten und so. Oh, da muss ich ehrlich zugeben, da ist auch noch ein bisschen Nachhilfe von anderen Leuten erforderlich. Und ich freue mich auch, dass jetzt zum Beispiel bei Vesnuja schon Leute angefangen haben zu ergänzen für die fortgeschrittenen Guides mitzuarbeiten. Ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen. So, was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Ah, Erdhügel. Ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen. Es gibt ja Guides, die verlinkt werden aus der Knowledge Base. Die sind im Moment noch etwas, ja, was heißt oldschool gehalten, aber die sind halt noch auf alten Daten und die würde ich auch gerne upgraden auf neue Versionen. Da habe ich aber gleich gesagt, Leute, ich muss jetzt wieder arbeiten, ich habe jetzt wieder zu tun. Ich kann das jetzt auch quasi nur mal so in der Pause zwischendurch machen, das Let's Play. Schaut bitte zu, dass ihr mir ein bisschen zur Seite steht und da Infos zu leistet. Wie gesagt, die Leute werden von mir mit Dank überschüttet, für immer verewigt in der Knowledge Space bei diesen Verweisen. Und ich freue mich einfach, wenn ich da wirklich noch ein bisschen Unterstützung bekommen kann. Ja, das ist aber jetzt genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt kommen wir mal zurück zum Questen. Anscheinend geht es hier um irgendwelche Maulwurfhügel, die ich... Oder irgendwelche anderen Dreckberge, die ich jetzt hier... Ah, das sind anscheinend so alte Fragmente, die ich hier aufsammeln kann. Also Arcage macht mir im Moment wieder richtig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vor allem auf dem Testserver. Da ist ja wieder ein Suchtverhalten bei mir aufgetreten, wie kurz nach dem Release. Weil es einfach so viele Neuigkeiten gab. Da gab es auch schon wieder Änderungen, wie gesagt. Aber nicht so wesentliche, dass ich mein Vorstellungsvideo irgendwie editieren müsste. Aber echt toll. Also ich bin immer wieder begeistert, was XL Games hier reinkleistert an Arbeit, an Mühen. Damit das Spiel halt weiter den hohen Standard hält und eventuell sogar noch höher kommt vom Standard her. Und das alles auf diesem engen Grat zwischen Sandbox, Theme Park und all den anderen Sachen, die man halt eben mal in einem Rollenspiel gerne hätte, also in einem MMORPG gerne hätte. Das ist schon beeindruckend. Manchmal stürzen sie ein bisschen ab. Gut, aber dafür muss man halt eben dann mit den positiven Seiten des Spiels Vorlieb nehmen. Wir haben jetzt ja auch wieder einige neue Spieler dazu bekommen, hier auf der Westseite aus deutschen Landen, die auch wirklich sehr, sehr beeindruckt sind vom Spiel, wie es momentan läuft. Und da habe ich nur gemeint, ja Leute, das ist ja erst der Anfang. Ihr seid jetzt gerade mal Level 10. Wartet mal ab, was noch kommt. Man muss aber auch sagen, einige Spieler haben zum Beispiel aufgehört. Ich nehme jetzt mal als Beispiel unseren Vibron. Vibron ist halt so der typische Contested-PvE-Spieler. Der braucht halt Raids, der braucht halt vielleicht auch so eher so Geschichten wie Dungeon Finder und solche Sachen. Sowas möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht verurteilen in irgendeiner Art und Weise. Ich finde es okay. Er hat das Spiel sich angeguckt. Er hat Sachen gefunden, die ihm sehr gefallen haben. Er war ja auch unser Blitzholzbaron in der Gilde. Das hat ihm sehr viel Spaß gemacht, zu farmen, zu ernten. Mit dem PvP kam er halt überhaupt nicht zurecht und mit den Drangsalierungen von Spielern auf dem anderen Content. Auch das PK-System war einfach zu viel für ihn. Und er sagt auch ganz ehrlich, ich stelle es in Frage, ob ich unter diesen Umständen überhaupt in EU spielen werde. Aber da habe ich zu ihm gemeint, wie, du kommst sowieso wieder. Trion wird schon bestimmt Möglichkeiten schaffen. Ich kann mir das wirklich, wie gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass auch PvE-Spieler vielleicht auf einem bestimmten Servertyp, vielleicht durch bestimmte andere Anpassungen, das werden wir sehen, dorthin gebracht werden, dass sie halt eben auch das Spiel spielen möchten. Hat er gemeint, ja, er wird sich das jetzt angucken, wie sich das halt eben entwickelt bis dahin. Wir haben uns im Free... Oh, nein, Ratten! Ich hau lieber ab. Wir haben uns im Frieden voneinander getrennt, also was der Frieden, war ja alles gut, alles top soweit, ne? Er ist halt ziemlich schnell Enrage gegangen, da hatten wir teilweise unseren Spaß mit, muss man sagen. Also er wird schon fehlen. In diesem Wege alles Gute, Vibron. Viel Spaß in den Spielen, die du jetzt noch zocken wirst. Und vielleicht hört man ja wenigstens von dir in EU, wenn du zwar nicht auf den Servern spielen wirst, auf denen wir sind, aber ja, auf den PvE-Servern, wie auch immer. Ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute nochmal hier aus dem Let's Play raus. Und vielen Dank nochmal für die großzügige Material- und Goldspende an die Gilde, bevor du gegangen bist. Wir werden das alles in Ehren verwalten, in Ehren halten, dass du mitbekommen, die ersten Handelsschiffe wurden bereits geordert. Gut, wie ihr seht, es kann halt so ausgehen, kann so ausgehen. Die Leute gucken sich's an, manchen gefällt es, manchen nicht. Arcage ist bestimmt nicht das ultimative Spiel, das jedem gefallen wird. Aber naja, das habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Ich schätze mal, wir haben jetzt eine kombinierte Quest, genau, das ist hier die 3. Und wir haben
Eine 0 von 12 Quest, eine schöne Kill-Quest. Damit können wir doch schön die letzten Minuten hier noch verbringen. So, das zählt zu... Oh, 20 Punkte. Das ist ja ziemlich easy. Pretty easy, jawohl. Sehr schön. Oh. Ich habe da die Samen hingepackt und da habe ich mir ja meinen Dreifachschlag-Skill geklaut. Den nehme ich mir jetzt natürlich so wieder her. Noch ein kleiner Buff. Und ich glaube, der greift den jetzt an, oder? Bam! Okay. Dann gehe ich lieber weiter zu diesen... Ja, zu diesen Hundehaufen, was weiß ich. Knut ist übrigens ja auch fehl am Platz. Ich muss natürlich meinen Lasti weiter leveln für Transporttouren über Land. Das heißt, ich packe den jetzt wieder aus. Der ist ja auch schon Stufe 15. Weil dann kann ich euch nämlich auch mal die ganzen lustigen Skills auf Stufe 20 vorführen. Hier oben haben wir einen sehr, sehr netten Field-Boss. Oder? Ah, ne, 200.000 HP. Das ist sogar schon fast ein Raid-Boss. Da braucht man schon eine 10er-Gruppe für, würde ich sagen. Die werden allerdings nicht mehr so gerne gemacht. Ihr wisst ja, Levelunterschied mehr als 10 Stufen. Da geht natürlich nicht mehr so besonders viel. Ich habe sowieso einen Riesenbock geschossen, Leute. Jetzt, wo ich gerade mit der Stangenwaffe kämpfe, habe ich es erkannt. Ich muss in der nächsten Folge doch Dolche craften. Leute, ich habe es verkackt. Ich will doch auf Dolche umsteigen. Mann. Fido. Asche auf mein Haupt. Ah ja, okay, ich kann jetzt im Moment nichts mehr machen mit den Dingern hier. Jetzt können wir lieber mal so einen los. Dann wisst ihr ja Bescheid, dass es in der nächsten Folge doch noch ein bisschen was zu tun gibt. Okay, da kommen die Punkte schnell zusammen. Das gefällt mir sehr gut. Weil ich denke halt eben auch, dass ich mit Dolchen auf jeden Fall besseren Erfolg habe. Jetzt quasi beim Kampf gegen Monster. Und schon werden Lasti und ich weggestoßen. Gemein. Das schreit nach einer Heilung. Ich habe auch gestern ein Video veröffentlicht im Channel, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das kommt auch, ist auch in der Knowledge Base mit drin zum Thema Artistry Skills, also welche Melodien man quasi spielen kann. Auf dem Testserver, ihr habt es ja im anderen Video gesehen, gibt es jetzt die Möglichkeit schon ein bisschen selber rumzuklimpern und zu spielen. Ich schätze mal, XL Games wird sich da auch nicht lumpen lassen und wahrscheinlich sogar noch eine Funktion anbieten, dass man ähnlich wie in, Mabinogi, was ich ja schon gesagt habe, eigene Musikstücke wahrscheinlich dann auch kreieren kann. Für seine Buffs, Debuffs als Balle. Wieso kann ich die nicht benutzen? Wahrscheinlich fehlen mir irgendwelche Items, die ich jetzt rausgeknallt habe. Am Ende habe ich Holz jetzt rausgeschmissen. Ich weiß es nicht. Ah, verdammt. Oh oh, Tulan. Oh. Dann sollten auch diese Dreifach-Skills etwas schneller funktionieren. Das ist aber nicht die 0 von 12. Das ist wohl noch eine andere Kill-Quest, die ich machen muss. Okay. Ne, hier geht nichts. Hier kann ich nichts tun. Wahrscheinlich habe ich wohl... Habe ich Wasser verbraucht? Ne, Wasser habe ich ja noch. Das kann nicht sein. Hier seht ihr übrigens jetzt auch mal einen Koreaner mit dem Hammer-Skill. Ich denke mal, das muss ich nicht näher kommentieren, oder? Das sind Werte, auf die komme ich in 100 Jahren nicht mit meinem Ding. Dack. Und da schon in dem Level... Also richtig Maschinengewehrfeuer, die haben auch viel, viel weniger Probleme beim Leveln dadurch. Fuck, den hat er sich auch noch geschnappt. Naja, leider verloren. Ich glaube, das sind die Herrschaften für die 0, für die 12er Quest, oder? Ja, der Loot ist es. Zwei sogar, die im einen drin waren. Da geht es ja doch relativ fix, denke ich mal. So, die nächsten zwei hier. Oh, ja, ich mache gerade mal eine kurze Redepause. Ich bin etwas, ihr habt es ja bestimmt schon gehört, etwas heißer. Auch ich muss mal die Klappe halten, das hilft alles nichts. Unglaublich, aber wahr. Da ich jetzt in letzter Zeit wieder vermehrt Anfragen bekommen habe zum Thema Argage Accounting, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zum Schluss des Let's Plays. Wenn ihr das wirklich ernsthaft hier mitverfolgt und so, ich kann diese Fragen nicht beantworten, ich werde sie nicht beantworten. Es geht hier immer noch um relativ illegale Sachen, für die ich natürlich keinen Support geben werde. Ich kann euch da nur den Tipp geben, wenn ihr Fragen irgendwie habt zum Accounting oder es gibt ja noch mehr Spieler, die ihr Leben da spielen, dann geht halt bitte ins TS, arcage-online.de, Doppelpunkt 9989 ist unser Port.
Und da können euch die anderen Spieler schon sagen, dass es sich definitiv nicht lohnt, irgendwie da jetzt zu versuchen, an Accounts ranzukommen. Das muss ich jetzt so sagen. Aber es ist halt wirklich so. So, 8 von 12. Mal Mana tanken. Nochmal danke, Dirty. Jetzt überziehe mal doch nochmal einen kleinen Moment. Ich denke mal, das habe ich ja relativ schnell jetzt erledigt, das Ding. Bin ich ja in letzter Zeit gewöhnt, meine Let's Plays zu überziehen. Auch wegen der Knowledge Base, falls jemand von euch im Englischen gut mächtig ist, ne? Und die Leute von ArcAge Source gerne unterstützen würde bei der Übersetzung dieses Guides, was ich denen natürlich angeboten habe. Natürlich ist es auch frei, den Guide in andere Sprachen zu übersetzen. Aus dem Deutschen ins Englische ist es vielleicht doch etwas leichter, als vom Russischen zu kommen, ne? Dann könnt ihr die gerne unterstützen, gerne Teile davon übersetzen, bei denen ins Forum reinstellen. Ganz wie ihr möchtet. Wie gesagt, die Teile sind natürlich auch zur Übersetzung freigegeben. Und ich habe dann natürlich auch nicht die Arbeit damit, da ich einfach nicht die Zeit mehr dafür habe, das selber zu machen. Tut mir auch leid für Lex, er hat mich auch schon angefragt, aber... sorry Lex, you have to do it yourself, yeah? Ich glaube, er schaut mit, er versucht immer sein Deutsch ein bisschen aufzupolieren. Da muss ich das immer mal zwischendurch mal auf was auf Englisch sagen, vielleicht auch. Oh, ich muss sagen, diese Herrschaften schieben eine ganz schöne Keule, wenn ich das mal erwähnen darf. Bleib ich lieber mal auf Abstand. Stirb. Stirbt. 12 von 12. Los, los, los. Ich glaube, auf 18 muss ich dann kommen, meiner 50% Ratio, wenn ich overachieven will. So, Lasti ist auch schon wieder bei fast 40% auf Stufe 15, das kann sich auch sehen lassen. Und 16. Und jetzt soll es... Na, 17, jetzt brauche ich noch einen. Verdammt! Es zieht sich jetzt wieder alles voll hin. Damn it, ich wollte schon längst aufhören. Aue! So, und da fällt die 18. Jetzt muss ich nochmal kurz zurückschauen zum anderen Spot, wo ich ja noch war. Ja, Saparalotte, da ist es ja. So, Mädchen, kipp, 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 kipp. Wow, 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 wow. Das kann ich aber auch. Stun. Schuss. Tor. 120, da muss ich noch auf 150 kommen. Oh je, wird das eine Überziehung, ey. Nur wegen der Quest jetzt hier. Ja, ich hoffe, ich denke mal, das wird euch bestimmt wieder ein bisschen gefallen, dass ihr noch ein bisschen mehr sehen könnt. Ich möchte jetzt aber mein Redepensum dann wieder auf die nächste Folge ein bisschen aufheben. Irgendwie ist mir die Wetterumstellung nicht so bekommen, ey. Wir haben jetzt wieder so schöne Tage. Es wird langsam Frühling, Gott sei Dank. Dieser dunkle Winter ging mir so auf die Nerven, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich glaube, das war der dunkelste Winter seit Anbeginn der Aufzeichnung, Wetteraufzeichnung, ne? Kann das sein? Heftig, heftig auf jeden Fall. So, jetzt aber kommen wir gleich zum guten Schluss. Jetzt haben wir den noch einmal. Wow, der alte Kicker, ey. 140. Hoyagi, Kusukani da. Ziel ist außer Reichweite. Ja, ach nee, Schmann, Hoyagi, Kusukani da ist out of mana. Sorry. Ey, ich kann das auch. Tja, Dirty Mann rennt in der Not, ne? Jetzt habe ich wieder Mana getankt. Das ist ja richtig viel Mana. Stirb jetzt. Bevor ich noch sterbe. So, dann. Ausgezeichnet. Haben wir ein bisschen Sonderloot bekommen.
Dieses 3, was ist denn das? Okay. Muss ich jetzt wohl hier abgeben, schätze ich mal. Ich denke mal, mehr als 3 werde ich aus diesen Steinen nicht entnehmen dürfen, vermute ich fast mal. Ja, das Abgeben der Quest machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich bin schon bei 35 Minuten, meine Damen und Herren. Wir haben noch keine Zeit, wir haben gewaltig überzogen. Ich danke euch herzlich fürs Zugucken, wünsche euch weiterhin viel Spaß in eurem Real Life. Noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht oder auch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao.